Ich habe diesen Versuch schon öfters gestartet und ich habe tatsächlich auch schon ein ganzes Video fertig geschnitten gehabt. Das ging über die Zeit, wo wir unser Studio bekommen haben und da habe ich so ein bisschen mitgevloggt. Das war also von Februar bis Mai ungefähr die Zeit rum. Mittlerweile ist das Ganze irgendwie schon zu lange her und ich habe mich nicht 100% wohlgefühlt mit dem Video, weil sich auch ein bisschen was verändert hat. Deswegen probieren wir das jetzt einfach nochmal. Und ich dachte, ich nutze die Chance und nehme euch einfach mal mit, wie ich diese Stühle, die ich bei Kleinanzeigen geschossen habe, ja, upcycle, verschönere, verbessere, wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe ja vor ein paar Wochen ein paar Fiberglasstühle repariert und bin damit relativ viral gegangen auf TikTok und Instagram. Und zu diesem Video kamen so viele Fragen bezüglich Materialien. Was denn genau Schritt für Schritt passiert ist und welche Farben ich verwendet habe. Deswegen denke ich, zeige ich euch das einfach mit diesen Stühlen hier, weil das relativ ähnlich sein wird. Und weil ich die drei Stühle dann im Endeffekt gerne mit meinem fliederfarbenen Tisch stylen würde, habe ich hier schon mal ein paar Lacke rausgesucht, die ich gerne testen würde in Farbkombination. Die sind von Klint, die Farben für Holz und Metall. Die werde ich jetzt einfach alle mal einpacken und zusammen ins Studio fahren. Und von diesem Chaos zu diesem Chaos, da habe ich gestern Abend noch einen kleinen Hut gehäkelt für meine anstehende Reise nach Norwegen. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hier drunter versteckt sich noch etwas. Und zwar auf der Couch, einfach auf dem Cover. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben, dass ich da einfach drauf bin. Also absoluter Wahnsinn. Das ist hier die große Ausgabe. Und die kleine findet ihr eigentlich überall, wo es Zeitschriften gibt. Könnt ihr mal reingucken. Ich liebe, liebe, liebe auch die Bilder, die dabei entstanden sind. Hier ist mein Flur, hier bin ich in meinem Natural Habitat am Handy auf der Couch. Genau, da sind auch so ein paar Tipps drin für DIY-AnfängerInnen. Hier so ein paar Mood-Shots. Ja, mein Wohnzimmer und hier kann man sozusagen meinen Look direkt nachkaufen. Also hier stehen die Preise und die Hersteller von den Sachen, die bei mir so rumstehen. Ja, einfach riesengroß. That's Da lache ich ein bisschen strange. Aber ja, es war echt ein sehr schöner Tag, ging auch sehr lange. Und Fun Fact, da habe ich auf jeden Fall noch einen fetten Kater im Gesicht. Ich war nämlich an dem Tag oder in der Nacht vor dem Shooting, ja, noch etwas feiern. Dementsprechend wurde hier vielleicht auch ein bisschen was retuschiert im Gesicht, weil ich noch nicht ganz fit war. Aber ja, nee, ich bin super zufrieden und mega happy. So, ich bin ready. Ich hole jetzt erstmal einen Mais-Lieferwagen. Not sponsored, aber bitte sponsor mich. Ich glaube, nach Miete ist das mit Abstand meine höchste Ausgabe jeden Monat. Bruh. Genau, da packe ich jetzt erstmal alle drei Stühle rein. Ich glaube, ich nehme auch noch einen vierten mit. Den ganzen Farbkram, meinen alten Staubsauger und noch so, was ich finde, was zum Studio muss. Ja, let's fetz. Ich bin so dermaßen am Schwitzen. Ist nicht einfach, wenn man so Spaghettiarme hat wie ich und dann den ganzen Scheiß alleine machen muss. Aber ich bin es gewohnt und das ist mein Daily Workout. Also, falls sich das jemand fragt, joggen und Möbel schleppen. Und das ist hier die bittere Wahrheit, wie mein Arbeitsplatz aussieht. Aber ich habe den Durchblick im Chaos. Man möchte es kaum glauben. Also, ich mache jetzt einmal eine Momentaufnahme von dem Vorher sozusagen. Also das ist Stuhl 1. Offensichtliches Manko. Einmal hier geht auf jeden Fall Lack ab. Und hier einmal an der Armlehne, die üblichen Stellen
bin schon relativ durch. Aber das ist eigentlich alles relativ easy machbar. Mittlerweile den nächsten Tag und die Stühle haben jetzt einmal ordentlich durchgetrocknet. Das ist jetzt die perfekte Grundlage, um mit der Farbe zu starten. Wir haben jetzt eine Woche später, leider musste ich eine Woche lang pausieren mit dem Stuhlprojekt, weil ich in Norwegen war. Ich bin mit dem Endergebnis eigentlich weitestgehend richtig zufrieden. Allerdings bei dem roten Lack, also das sieht einfach immer noch aus wie so eine Bluttransfusion, oder? Bei dieser Farbe hier, hatte ich ja schon beim Auftragen etwas Bedenken, weil die Farbe gar nicht gedeckt hat und ich dementsprechend super viele Schichten machen musste. Also bei dem Fliederfarben und dem hellgelben beigen Lack habe ich ja, glaube ich, nur zwei, maximal drei Schichten gemacht. Eigentlich hat es auch schon nach zwei Schichten gedeckt, aber ich habe noch mal eine dritte gemacht, weil ich sicher gehen wollte. Bei der roten Farbe habe ich, glaube ich, fünf gemacht letztendlich oder an manchen Stellen sogar sechs. Weil ich echt nicht zufrieden war mit der, ja, mit der Beschaffenheit der Farbe. Und jetzt, wo es wirklich auch durchgetrocknet ist, sehe ich auch, dass ich an manchen Stellen einfach zu dick aufgetragen habe und die Farbe so ein bisschen noch geflossen ist, während es getrocknet ist. So, ich zeige es euch einfach gleich. Deswegen werde ich einmal noch mal über den roten Stuhl gehen mit der roten Farbe, aber davor werde ich versuchen, diese Schlieren, die die Farbe gezogen hat, die etwas unschön sind, mit ein bisschen Sandpapier, mit so ein bisschen 120er Sandpapier, werde ich versuchen, das so ein bisschen abzuschleifen, dass die Oberfläche wieder komplett glatt wird und dann werde ich einfach nochmal rot drüber streichen, damit das wirklich top-notch wird. Ich glaube, hier könnt ihr das ganz gut sehen, diese Schlieren, die da auf der Vorderseite so ein bisschen nach unten tropfen. Das sieht einfach nicht so sexy aus und das versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen was runterzunehmen, damit man diese Hügel nicht mehr spürt. So, wir haben wieder den nächsten Tag und der Stuhl ist jetzt einmal wieder getrocknet. Ich zeige euch sofort einmal die Stelle, die ich gestern noch ausgebessert habe. Das ist der Kandidat. Hier ist noch ein bisschen Staub. Aber ansonsten bin ich jetzt mittlerweile auch damit sehr zufrieden. Also es ist relativ gleichmäßig alles
Und die Stelle hier oben sieht man jetzt nur noch minimal, aber je nach Lichteinfall sieht das wirklich top aus. Genau, jetzt kann ich endlich mit dem Versiegeln starten. Den Topcoat, den ich hier einmal benutzen werde, ist der von der Obi Eigenmarke. Das ist ein Kunstharz-Klarlack in Seidenmatt. Normalerweise verwende ich immer hochglänzend. Das habe ich auch bei den Stühlen hier gemacht. Und ich mag den Look eigentlich ganz gerne, wenn das wirklich glänzt. Aber ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache und die meisten verwenden eigentlich matte Lacke. Das werde ich in dem Fall jetzt auch einmal ausprobieren. Ich trage das Ganze wie immer mit einer Schaumstoffrolle auf. Ich habe komplett vergessen, ein Ende zu filmen, weil ich offensichtlich überhaupt keinen Plan habe, wie man so ein Video beendet. Ich würde euch tatsächlich jetzt einfach mal ganz kurz noch das Endergebnis zeigen, wie sie denn jetzt mit dem Tisch zusammen aussehen, die drei Stühle, und mich damit verabschieden. Genau, falls ihr irgendwelche Themenvorschläge, irgendwelche Fragen habt, gerne mir auf Instagram schreiben. Ich glaube, da sehe ich das am ehesten. Und dann bis zum nächsten Mal. Das ist hier also das Endergebnis. Ich bin nach wie vor super zufrieden. Die stehen jetzt mittlerweile auch schon fast eine Woche hier und sind rege in Gebrauch. Also ich sitze hier auch wirklich im Homeoffice beim Essen mit Freunden und die sind tatsächlich um einiges bequemer als meine vorherigen Stühle. Und bisher auch kein einziger Kratzer und das wird auch erstmal so bleiben, wie die Erfahrung gezeigt hat. Ich bin nach wie vor super happy über meine Farbauswahl. Also dieses rot-bräunliche passt jetzt auch super gut zum Teppich. Das fliederfarbene natürlich matching mit dem Tisch und der gelbliche Stuhl passt super zur Tapete.